Schade, aber okay, danke schön. Ja. Wir haben es beschränkt auf die Mitarbeiter, weil wir ansonsten nicht sicher gehen können, dass die Leute eingewiesen sind, dass die wissen, worauf sie achten müssen. Und deswegen haben wir die strengen Regeln jetzt aufgestellt. Also bei uns ist jetzt, dass die Mitarbeiter eingewiesen werden in die Benutzung des Paternosters. Das heißt, man erklärt ihnen halt, wo liegen die Gefahrenpotenziale, was muss ich beachten, was ist, wenn Notfall ist, wie reagiere ich da. Für alle Notfälle gibt es hier den Notfallknopf, der heißt Notbremse. Das heißt, der Aufzug bleibt dann gleich sofort stehen. Man sollte sich halt möglichst mit einer Hand festhalten. Es gibt da ja so Haltegriffe. Also von daher das Gepäck in einer Hand, mit der anderen sich festhalten. Es gibt einen lustigen Film bei uns im Amt, da ist das so. Aber das ist gespielt, also das ist sehr sportlich dann. Also die Kabine verschiebt sich seitwärts. Es wird nur dunkel, da gibt es halt keine Öffnung mehr, aber mehr passiert nicht. Zwei Personen sollen immer in einer Kabine fahren, weil von der Einsteigezeit ist das einfach, dass beide vernünftig einsteigen können, ohne Gefahr. Bei uns im Hause gab es noch keinen Unfall mit dem Paternoster.